Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part und wahrscheinlich auch dem letzten Part hier bei Medieval Dynasty. Es ist ja so, dass das Release demnächst ansteht. Ich habe es ja erwähnt schon im letzten Part und habe dann auch gefragt, wie es denn bei euch ausschaut, was ihr denn sagt, wie ich hier weiter verfahren soll. Und es waren dann doch, waren eigentlich fast alle, die zumindest kommentiert haben. Es kommentieren leider nicht sehr viele, aber zumindest die, die kommentiert haben, haben gesagt, also sie wären auf jeden Fall dafür, auch neu anzufangen und sie wären auf jeden Fall auch mit dabei bei einer neuen Staffel. Aber ich wollte natürlich das jetzt nicht einfach so auslaufen lassen und mit dem letzten Part beenden, ohne irgendwas dazu zu sagen. Deswegen dachte ich mir, okay, ich nehme nochmal einen Part auf. Wir klopfen noch ein bisschen im Dorf rum. Eventuell, wenn es jetzt dann finster wird, dass wir dann noch die eine oder andere Quest erledigen. Mal gucken. So, genau, den Baum hier wollte ich raushauen. Aber da brauche ich noch eine Schaufel. Das Dorf an sich gefällt mir halt wirklich super, super gut, ne? Aber ich bin auch sicher, dass wenn wir in dem Release dann anfangen, dass das auch mit Sicherheit klasse wird. Okay. Dann hat sie eine rausgenommen. Ich habe nämlich gerade vorhin mal reingeschaut und da waren zwei auf unterschiedlichen Positionen. Es waren zwei eiserne Schaufeln plus nochmal eine, die schon ein bisschen angelutscht war. Dann hat sie jetzt quasi eine von den Schaufeln rausgenommen, die Blanka. So. Halt. Ausrüsten solltest du auch. Wir packen die mal auf die 1. Wenn wir da schon frei haben, den Platz, weil ich den Speer nicht habe, dann ist das in Ordnung. So, und zwar der Baum hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wo der hinfällt. Als hätte ich es gewusst, ne? Als hätte ich es gewusst, ehrlich. So, du kommst natürlich jetzt raus. So, damit haben wir schon mal den Weg sauber. Gut. Das wollte ich auf jeden Fall, dass der Baum weg ist. Den hier würde ich stehen lassen. Da würde ich sogar sagen, wir ziehen hier nochmal. Da ist... Ach genau, das ist das Fischershaus, ne? Da würde ich gerne trotzdem hier auch nochmal einen Zaun ziehen. Also auch wenn im Grunde das jetzt halt ja unsinnig ist, dass ich das hier mache, weil ich werde in dieses Dorf wahrscheinlich nie wiederkommen. Aber ich würde trotzdem hier noch ein kleines bisschen weiter verzieren. Moment, nimm mal den Hammer in die Hand wieder. Dann siehst du wenigstens auch was. Wie nah kann ich ran? Ich bin wirklich schon super gespannt, super neugierig, wie das wird. Also mit dem Release, ne? Weil wir ja dann den Brunnen zum Beispiel auch haben, also auch wieder was Neues. Dann kommt der Baumeister ja noch mit dazu, der sich um die Reparaturen kümmert. Ich werde definitiv nicht mehr so viele Marktstände bauen, wie ich es jetzt gemacht habe. Weil ich die, also wenn ich nicht genügend Bewohner habe, die dann auch nicht besetzen kann, ne? So, mal gucken. Können wir ruhig ein bisschen daher ziehen. Jo. Den Baum schön eingebaut. Hier könnte man... Nee, da kann ich auch komplett rumziehen. Da war es doch schön grün.
bisschen noch ran, bisschen noch und zack. Ich sage mal bis daher. Und dann den restlichen Weg. Schauen wir mal, wie komme ich da mit der Lampe hin? Da geht halt gar nichts in die Nähe, ne? Da wird's rot, da wird's grün. Jo, das ist schon in Ordnung. Cool. Jetzt. Ich stehe direkt am Sattel. Hallo. So. Holen wir mal ein paar Steinchen. Du bist zu schnell. So. Steine haben wir wenigstens. Stämme haben wir nämlich im Grunde gar keine. Ja, jetzt wieder. Also vorhin waren es, glaube ich, 19 Stück oder sowas, die ich drin hatte. So, wo sind meine Steine? Da. Nehmen wir mal 200 mit. Der Hammer geht noch. Ich werde auch, also, ich hoffe, dass es klappt. Ich würde nämlich zum Release-Tag im Grunde einen Livestream machen wollen. Da möchte ich mal drauf achten, dass das auch wirklich hinhaut. Und vor allem, ich hoffe, dass es hinhaut, weil ich möchte mit euch im Grunde die Einstellungen machen. So, wir hauen mal die Hälfte raus. Und dann können wir uns noch ein bisschen bewegen. Ist egal, wo es jetzt hingehst. Was ich auf jeden Fall in der vierten und wahrscheinlich auch finalen Staffel von Medieval Dynasty machen möchte, ist auch wieder die Ausdauer rausnehmen, weil das auf jeden Fall ein Punkt ist, der wichtig ist, um schnell voranzukommen. Warum klopft er jetzt ein bisschen langsamer? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich habe jetzt das Gefühl, dass er ein bisschen langsamer klopft. Und dann möchte ich eben auch natürlich die Einstellung machen, dass wir auf 200% gehen. Sprich, dass wir nicht nur die 50 Gebäude machen können, sondern eben wirklich die 100 Gebäude. Oder 110 sind es ja, ne? Da. Bisschen seitwärts. Mal, ob wir da vielleicht sogar noch mal ein paar Lampen setzen können. Ich denke, dass dieses meines Erachtens Zaunproblem weiterhin bestehen wird, dass da immer noch Lücken sein werden dazwischen. So wie jetzt halt hier, dass man die einfach nicht aneinander stellen kann. Das wird wahrscheinlich weiterhin so sein. So. Passt. Mal wegen den
Schein für Lampen. Also wenn das so beleuchtet ist, schaut es halt richtig toll aus, finde ich. Und gerade jetzt halt winterszeitmäßig ist das schon super. Halt, warte mal. Schau nochmal drauf. Rundhölzer 2, 4, 8, 4. Schauen wir erst nochmal wegen Wolle. Oder besser gesagt Wollfaden. Wollfaden hätten wir 42 Stück. Das wären 10 Stück, ne? Dann bräuchte ich allerdings 80 Stöcke, 40 Leder. Ah, okay. Da muss ich jetzt nämlich auch ein bisschen aufpassen wegen dem Gewicht. Dann 40 Leder. Jawohl. Und Baumstämme bräuchte ich dann 20, ne? Ja. Nee, Quatsch. Doch, 20, freilich. Zwei Stück brauche ich, ja. Also noch 16 Rundhölzer. Zack, zack. 15, 16. Also ein bisschen werde ich das Dorf vermissen, ganz klar, weil mir eben dieses Verwinkelte sehr gut gefällt, aber das werden wir auch wieder hinkriegen. Ja, und Livestream auch deswegen, ne, ist ganz klar, weil ich natürlich dann mit euch gemeinsam entscheiden möchte, welchen Standort wir uns raussuchen, weil ich werde nicht nochmal hier bauen. So. Du gehst nach links rüber. Schauen wir mal, ob ich dich irgendwie hier an die Lampe bekomme. An die Lampe, an den Baum bekomme. Ne, bisschen vor noch. Bisschen davor. Okay. Das passt schon. Dich. Warte mal, das können wir doch eigentlich auch dahinter machen, oder? Jetzt muss ich nur noch mal genau nach vorne, dass das Ding weg ist von mir. Schauen wir mal, ob wir es da herstellen können. Okay, da ist wahrscheinlich Baum schon. Jo. Nice. Und man kann nicht. Ja, ich weiß schon, du hast Durst. Aber wir werden jetzt auch dann gleich schlafen gehen, ne? Nur die Frage, wenn ich das hier ansetze. Ja, ich kann es rüberziehen, das ist gut. Ja, doch. Das ist doch eigentlich ganz, ganz nice. Nur die Frage, lampenmäßig, da würde ich natürlich, oh warte mal, drehst zu dir her, zack,
Schade, dass das nicht geht, ne? Dass, wenn das noch nicht gebaut ist, dass man dann da nicht so ein bisschen rein kann in das. Passt. Komm, dann trinken einen Schluck. Essen brauchen wir nichts. Komm, da stellen wir noch die eine hin hier. Auch wieder schön zu mir drehen. Es ist einfach immer ein bisschen schöner dann zu machen. Da wäre es halt ideal gewesen, jetzt halt genau in die Mitte. Weil wir stellen es hier quasi neben dem Baum. Dann schauen wir mal noch wegen so einem kleinen Stück. Bin mal gespannt, ob das hinhaut. Wahrscheinlich wegen dem Weg nicht, ne? Ja, das ist. Na gut. Ist egal. So, jetzt hoffe ich natürlich, dass es nicht regnet jetzt im Frühjahr. Deswegen einmal nochmal speichern. Einmal bitte schlafen. Und wir haben Frühjahr. Ah, Mann in Strumpfhosen. Der Adlige auf der Durchreise durch sein Dorf hat vor deinen Augen seine Geldbeutel verloren. Was wirst du tun? Gib es deinem Volk. Na, logisch, gebe ich es meinem Volk. Alle Dorfbewohner sind fröhlicher. Steuern zahlen, ja sowas, die zahle ich nicht mehr. Die zahle ich nicht mehr. Yes. Da habe ich ja auch noch, ne? Hier. Steine zum Verballern. Aber das gefällt mir echt ganz gut. Können wir mal hier auch noch Lampen hinsetzen? Das finde ich halt das Schöne daran. Da geht es ein bisschen verwinkelt in den Hinterhof quasi. Ist nice. So, wir haben da eine Lampe, wir haben hier eine Lampe. Das heißt, da muss ich keine hinstellen. Da ist die nächste. Dann wäre normalerweise entweder in die Richtung. Aber da habe ich schon. Da habe ich auch. Dann wäre es eigentlich nur nach da vorne noch eine. Schauen wir mal. Zack. Heute gehe ich ja auch wieder zurück auf die Arbeit. Ich bin gespannt, wie es wird. Weil, ist klar, ne? Mein Rücken ist ja nicht ready. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Und dann wollte ich auf jeden Fall mal schauen, dass hier jetzt gerade ein Wolf rumtingelt, der mich dann anfällt. Entschuldigung, und dann wollte ich hier auch noch zwei Lampen hinstellen. Eine links, eine rechts. Direkt am Eingang. Ja, und im Normalfall hätte ich hier drüber noch die Holzbalken legen wollen. Also entweder die Rundhölzer oder Bretter. Aber ich glaube, für Bretter wäre es zu kurz, zu weit weg. Ein Brett wäre zu kurz. So, hier ist grün. Okay, weil dann hätte man nämlich zum Eingang zwei Lampen. Habe ich Stöcke einstecken? Ja, ich habe Stöcke einstecken, aber die sind für die Lampen gedacht, ne? Dann wäre hier auf jeden Fall nochmal eine. Useful.
zwar, da habe ich eine Lampe, dann würde ich die tatsächlich hier neben dem Baum stellen. Zwei kann ich noch machen. Und? Okay. Da mache ich jetzt nur eine hin. Da mache ich jetzt nur eine. Und die letzte würde ich sagen in hier am Weg. Und da ich ja nur noch die eine machen kann, würde ich sagen, stellen wir die hier beim Haus her. Genau. Also wenn es geht, hierher, aber es wird nicht funktionieren, ne? Dann stelle ich sie hier neben dem Baum. Okay, neben dem Baum will es auch nicht, oder was? Uiui, okay, okay. Dann gehen wir da hin, zack. Passt auf jeden Fall. Weil man könnte nämlich dann hier nochmal... Hoffe ich zumindest mit einem... Es war hier grün. Da wäre es grün. Da wird es rot. Wäre jetzt ein kleines Stück, dann könnte man sich hier auch noch durchdrücken. Okay. Super. Seid bei weitem noch nicht fertig, ne? Das ist klar. Aber ich kann im Grunde, wenn ich hier weitermache, dann geht mir im Grunde die ganze neue Geschichte verloren und das möchte ich halt nicht. Ich denke auch, dass ich jetzt halt gar nicht einmal so viel weitermache, weil jetzt die Quests, wir haben ja in Honecker was, wir haben hier noch ganz viele Quests. Ich werde es auch so machen beim nächsten Mal. Also mein Plan wäre ja wirklich, dass ich auch wieder an die Stelle hier gehe, wo ich schon mal war, weil man hier dann doch eine gute Möglichkeit hat, sich auszubreiten, oder dann eben hier wieder auf dieser Fläche. Müssen wir echt einmal überlegen, weil ich möchte nicht mehr in so unwegsames Gelände. Das ist super toll, hier im Wald zu bauen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so sinnig war, weil die Wege dann auch... Gerade auch zur Mine, das ist recht weit, ne? Naja, so weit ist es eigentlich gar nicht. Müssen wir mal gucken. Also mein Favorit wäre eigentlich so hier in dem Bereich, wo dann auch der Fluss ist, hier nochmal zu bauen. Aber da können wir drüber sprechen. Ich hoffe, dass es klappt mit dem Livestream. 23. ist das Release-Datum. Und das ist allerdings halt unter der Woche. Ein ganz blöder Zeitpunkt. Und da muss ich echt einmal schauen, wie das wird. Okay, jetzt haben wir heute noch ein paar Lampen gesetzt. Wir sagen allgemein in die Runde vielen Dank, dass ihr so fleißig gearbeitet habt. Da hinten wollte ich eigentlich einen Friedhof anlegen, weil die Fläche recht nice war. Und zwar... war das hier oder da? Die Fläche hier, die hätte ich gerne für einen Friedhof genutzt. Da hätte ich mir dann halt irgendwie was versucht zu bauen. Mal schauen, weil vorgesehen ist es nicht. Das werden wir dann im Grunde in der nächsten Staffel mit angehen. Dass ich mir da mal überlege, wie ich das machen kann. Seit wann wachsen da Beeren? Breiten die sich aus? Ist wahrscheinlich, weil... Ja, aber einen Weg habe ich ja da, ne? Ja, der Weg ist da. Naja, ist egal. Ist egal.
Es wachsen eh die Ästle so wild. Sowas würde ich da zum Beispiel jetzt mal lassen. Aber hat Spaß gemacht, wirklich hier in der Ecke. Es war auch die richtige Entscheidung, als ich dann mich in der Mitte ungefähr der Staffel dazu entschieden habe, hier umzuziehen und das mal hier zu bauen. Fand ich gut. Aber jetzt freue ich mich auf den Release, den 1.0. Und dann wird das alles ganz anders werden. So, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch für ein Like. Ich bedanke mich, dass ihr hier so aktiv mit dabei wart. Das freut mich riesig. Und ich wünsche euch jetzt halt noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.